So, tatsächlich alle drei Quests. Na dann. Nimm auch direkt die Tagesquests an. Daily. Zu spät. Da können wir nämlich gleich einlegen gehen. Willst einlegen jetzt in der Aufnahme? Alter, nein! Du alte Drecksau, ey. Ja, da, komm hier, also. So. Du kleiner Schlingel. Ein Schelm, wer ist das denn? Chatraxis. Was das für ein Name hier? Kultgeheimnis. Auch schon wieder neue Münzen, das kann ja nicht wahr sein. Hier gibt es so viel Währung in dem Spiel, das ist schon krankhaft. Naja, bei jedem Add-on halt immer wieder Neues, ne? Oder halt sogar, glaube ich, jede Map neue. Für jedes Gebiet. Also Ja. bisher, für jedes Gebiet. Das finde ich auch ganz schön krass. Ich müsste mal verkaufen gehen. Ich finde es schade, dass das Auktionshaus nicht mit Gold funktioniert. Ja, Ja, finde das ich auch ein finde ich bisschen auch ein blöd mit bisschen den schade. Astraldiamanten. Hat allerdings wieder einen Vorteil. Die Goldseller haben hier keine Chance. Ja, vor allem kannst du. Kann man Gold in Arkane, also in diese Kristalle umtauschen? Ich glaube nicht, ne? Gold nicht, nein. Du kannst die Astraldiamanten in Zen umtauschen und umgekehrt, aber du Ja, das finde ich auch ein kannst. bisschen blöd. Ja, du brauchst auch eine ganze Stange dafür, um die mal eben umzutauschen. Also kannst du nicht eben mal in 2 Minuten hier ein Vermögen Lol, jetzt packe zusammenfressen. ich hier erstmal hier zwischen fest, das ist doch auch wieder was. Ich meine, von irgendwas muss das Spiel zwar leben, aber gerade das hätte ich jetzt nicht so unbedingt gemacht. Ja, ich hätte vieles nicht so gemacht, wie es hier drin ist, aber naja. Ah, jetzt. Teile habe ich denn hier? 9 Stück. 10 sogar. Okay. Gucken, ob ich noch so viele Rollen zusammenkrieg. Schriftrolle der Identifikation. Oh, mal gucken. Ah ja. Alles. So, 10 Stück. Ich habe so viel Equipment gefunden zum Identifizieren und ich könnte von Apropos denen viel keiner. Equipment, ich könnte mal mein Inventar ein bisschen leerer Ja, machen. bin ich gerade dabei. Ich habe von denen vorneweg 30 Sachen oder so. Ja, eher 25 Sachen, was ich gefunden habe, könnte ich theoretisch überhaupt nur 2 anziehen, weil es für meine Klasse ist. Und das sind 2 Ringe. Und dann noch beide Müll. Den Rest kann ich alles nicht anziehen, weil es für andere Klassen ist. Ja, ich freue mich. Ja, gibt's ein bisschen Geld. Oh, nicht gerade wenig. So, ich habe wieder Platz in der Kiste. Sehr schön. So. Jo, mein Inventar ist wieder leer. Ja, Es ist meins gut. jetzt auch. Ich hab's auch mal aufgeräumt. So, wo müssen wir hin hier? Ich glaube, wir müssen Chartraxis. jetzt hier hinten lang. Ja. Chartraxis kommt erst in 4 Minuten wieder. Der ist wohl erst umgeballert worden. Huch. Huch? Okay. Was war denn das eben? Das frage ich mich gerade auch. Ich habe jetzt auf jeden Fall was abgeschlossen. Ich gehe mal Richtung Chartrix. Chartrix ist oder wie auch immer. Ja. Dass, wenn die da ist, wir nochmal richtig Gas geben können dann. Aber hüpfen wir manchmal sehr viel 60er drumherum. Ja, das denke ich mir, die abfarmen oder was dann. Ja, genau. Ja, aber Boah, scheiß warum? Kante. Lass mal der Kante hier hängen bleiben. Aber warum farmen die so ein NPC ab? Ich meine, es ist ja jetzt kein High-Level-NPC oder so, wo hier die fettesten Schätze dabei hat. Also. Sind nicht, warum die das abfahren? Keine Ahnung. Es gibt auch Leute, die immer einfach nur Spaß dran, anderen Leuten den Loot zu klauen. Ne? Ja, das ist nicht nice. Also, wie kommt man darüber jetzt? Ach da. Also so kommst du einfach ins Loot, oder? Ach, verdammt, ja, ich merk's gerade. Also bei der Zahn. Alter. Du hast mich direkt vom Gaul runtergezogen hier. Ich komme, Holde Maid, ich rette dich. Holde Maid. Wie sieht's aus?
tragischen Baten heißt Bertha oder was? Bertha Pomsko. Flachwitzbarometer hier einfügen. Gute alte Bertha Pomsko. Nee, Bums, der datieren weg. Die Bums dich an der Wand, meinst du? Genau, die Bums dich an der Wand. Kannst du mal kicken, was das ausmacht, wa? Ja. So. Wie macht das dann Sperma wieder schießt? Warte, was machen wir mit dem? Instant vom Server kicken oder direkt lebenslange Bahn reinknallen oder was soll man machen? Ja. Direkt erschießen oder? Ja, da wäre ich auch für. Der Kult des Drachen Söldner, die haben einen Totenkopf neben anstatt einer Levelzahl, was heißt das? Oh. Das, die sind ein bisschen stärker. Achso. Heldenhafte Begegnung und Chad Hartrix wird zurückkehren in 1 Minute 30. Na, siehst du. Oh, die halten aber nicht viel aus hier. Da kloppt da wieder ein anderer mit. Ich glaube, dass der Totenkopf bedeutet, dass die sich an das Spiellimit anpassen. Aber ich weiß es nicht so genau. Ach so. Ich weiß sogar nicht, wo du gerade rumläufst, Shanae. Ich bin ja gerade am Kloppen. Wir müssen dann später auch zur Questin hier oben. Ja. Ja, wo tauchten eigentlich hier die andere jetzt auf? Ja, hier im lilanen Bereich. Ja, okay. Stehen wir ja schon drin, wunderbar. Oh, seit dem Vlog glaube ich schon erste 60er rum. Ne, 40. Kultdokumente, hä? Für was braucht man die? Wird in Quest Kommunikation des Kultes verwendet. Aha. Ne, ich bin feist. Ah, guck mal, der spawnt gleich wieder. Ja, aber wohl hier vorne irgendwo. Ne, hier hinten, wo ich gerade bin, hier. Den, auf der Wiese. Ja, aha. Aber ich glaube, es sind ein paar zu wenig 60er hier, oder? Kann das sein? Oh, wieso? Ne, da kann da eben bei dir Heldengedöns dann, ne? Heldenbegegnung. Ja, es kam nur die Meldung, dass der... Mit irgendwas dann, keine Ahnung, von 10 so und so viele noch. Sekunden, in 10 Sekunden wäre er jetzt wieder da, ja. Okay. Alter, sag mal. Hilfe! Oh, scheiße. Alter, tun die weh. Oh. Da komm doch. Alter. Ist das ein Weltboss oder was? Ja, ich glaube schon. Sechs bis zehn Teilnehmer wird empfohlen. Und ich hatte gerade die Idee, wir legen den mal eben. Ja. Na, dann mach das mal einfache Runde. Stell mal auf öffentliche Gruppe. Vielleicht kommen noch ein paar Leute dazu. Weil hier rennen ja noch ein, zwei rum. Ich muss mir gerade das Leben prügeln, also das geht gerade nicht. Und lasst euch ja nicht von dem was treffen, ey. Wo ich hier war, der hat mich fast gewonnen, hätte. Guck mal, da sind doch schon welche. Ja, dann stellen wir auf öffentliche Gruppe, dass sie alle zusammen joinen können. Sonst kriegen wir vielleicht einen Killnet oder irgendwas. Oh, weg hier. Oha, alter Falter. Ich bin tot. So, ist dran. Hat er dich One-Hit umgepresst, oder was? Ja. Könnt ihr mich wieder... Ah, gut, mich hat jemand wiederbelebt. Alter, aber ich mach hier 3000er Crits und alles, also... Nein, schon wieder. Alter, der kann dich auch festfrieren. Ja, ich merk's gerade. Alter, wie viele Spieler sind hier auf einmal? Das sind auch die Begleiter, okay. Ah, oh, jetzt rennen die Kack-Ads von dem rum da. Ja, aber irgendwie scheint keiner zur Gruppe mit dazu. Nö, nee, irgendwie nicht. Weißt du, sonst Instant und jetzt irgendwie, naja. Alter. Was hat denn jetzt für ein Schild auf einmal, Penner? Hör auf zu blocken. Ah, natürlich, da kann sich so ein scheiß Ad kann sich unverwundbar machen, weißt du? Kann aber noch zuschlagen währenddessen. Ja klar, ganz normal, ne? Ist doch.
Wisst ihr, ich hab ganz vergessen, ob da noch ein neues Porno-Artefakt hier. I'll be back. Na, spielst du auch mal wieder bei den Richtigen mit, ja? Ja, ja. Fertig mit Kinderliga und so. Meine Ulti ist schon wieder gleich voll, das ist ja krankhaft. Ja, hau raus, immer raus. Gerade jetzt immer, wir kloppen hier gerade was für 7 Personen ist. 6 bis 10 Leute. 6 ja, gut, ziehen dann noch ein paar andere Leute, wo hier mit rumrennen, also. Alter, was mache ich denn für ein Damage an dem? Sag mal, kann das sein, dass wir automatisch auf 60 hochgekappt werden? Nee, also bei mir ist nichts. Ich mache hier 800 bis 1000er Hits mit einem normalen Standardangriff. 1300er Kretz, also. Ja, ich mache hier auch 4000er Kretz. Ah, okay. Doch. Weiß nicht, vielleicht ist es auch nur bei dem Drachen hier so irgendwie eingestellt. 4.500 Crit eben hintereinander geschossen. Nein. Nur mit der Standard-Attack. Meine, diese ganzen Giftfelder hier, ey. Dein Gefährt ist tot. Ja, ich weiß, der ist schon länger tot. Meiner lebt. Nee, meiner ist auch schon tot, sehe ich gerade. Der ist schon länger platt hier. Aber der hält ganz schön was aus hier. Ja, das ist ja, das nicht schlecht. Ja, noch eine Inni. Oh fuck, fast wieder tot hier. Wird noch eine Inni, da muss man gegen den Drachen kämpfen. Der ist noch krasser. Okay. Aber ist cool mit dem Drachen, gefällt mir. Erinnert mich früher an WoW im in der einen Spalte, in der einen Region, wo früher der Weltendrache war. In der Spalte in der G-Region, ne? Alter, was der aushält. Alter, ich muss erstmal mich zurückziehen. Das war ein Drache, ne? Auf einmal spawnen da bei mir so Ads, ey, aber was für wen? Ja, aber das sind normale Ads, die kannst du einfach umfassen. Boah, ich liebe es, wenn da steht ausgewichen, ey. Nee, da war immer so richtig. Kopf, die gerade bei mir gespawnt sind. Okay. Fühle ich mich immer richtig OP. Ja, gell, fühlt man sich voller Porno-Gamer hier. Absolut. Und ich glaube nicht, dass das dann normale sind, wenn das mit Totenkopf welche sind. Nee, doch, das können auch normale Gegner sein. Ja, ich glaube, die gehören alle zu dem Drachen hier. Ja. Ja. Nein, los. Da haben wir fast down. Wir haben down. Ja. Bams. Begegnung abgeschlossen. Heldenhafte Begegnung, erfolgreich. Ja, ja, bin ich mal gespannt. Guck mal, wie jetzt alle losrennen und looten. Alle voll am Losrennen und am Loot zusammenbügeln hier gerade. Oh, ich habe ein Dreier dunkles Emblem eingesammelt. Wunderbar. Ich finde nur Kultdokumente. Ja, ich habe auch einige gesammelt, also. Quadraxis wird zurückkehren. Kiefer hier. So, Drachenhortmünzen und eine drakonische Verzauberung Rang 4. Wow, so, mal Porno-Werte, was das Ding hat hier. Sag mal, können wir mal aufhören damit. Aber der Drache, der war cool gewesen. Ja. Aber da hat richtig was weggeböllert hier. Oh ja. Ich bin sogar einmal komplett weg gewesen. Ne, ich komischerweise gar nicht. Hat mich irgendwie überhaupt nicht getroffen, obwohl ich eigentlich öfters mal dachte, der hat mich im Fokus. So. Ja, naja, ich habe halt, ihr habt noch den Vorteil, ihr könnt im Fernkampf kämpfen, ne? Ja, das ist richtig. Halt mit so einer Nachteile bei Nahkämpfern, die nicht so viel einstecken können. Bams! Lauter 6000er Crits gemacht, ey. Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass es ja an den anderen Gegnern mitliegt. So, Rang 4 Rune direkt gekriegt. Rüstungsdurchdringung, Krafterholung. Was sagt denn der Timer, Chef? Was sagt denn der Timer? Der Timer sagt, wir sind 10 Minuten drüber. Ja, dann sollten wir. Ja, war doch ein schönes Ende. Würde ich auch mal sagen. Ich würde auch sagen, wir flitzen mal eben noch zurück hier.
Genau, würde ich auch sagen, weil wenigstens im sicheren Gebiet, ne? Oh, nicht festglitschen, einfach weiterlaufen. Ich werde jetzt die Gegner hier so weitestgehend so, alle ausweichen. Ich mag allgemein so Weltbosse, wenn du da so ganz viele Leute so auf einem Fleck hast. Ja. Das ist schon cool. Halt, das mag das ich auch schon manchmal. Sehr cool. Das habe ich in Rift immer geliebt, wenn du die Weltboss-Raids gemacht hast, direkt mal. Das habe ich in Guild Wars 2 total geliebt. Das hat keine zwei Minuten gedauert, nachdem du einen Invite in den Chat geschrieben hast, hattest du einen kompletten 20er Raid stehen, meistens sogar zwei komplette 20er Raids. Oder kennt noch einer von euch Warhammer Online? Habe ich ja, schon mal was von gehört, ja. Nie gespielt. Ganz am Anfang. Ich habe hier noch die ganz, ganz dicke Collector stehen. Da habe ich damals weitaus über 300 Euro für bezahlt. Richtig geiles Game gewesen, nur das haben sie kaputt gemacht. Das ist einfach kurze so. Zwischenfrage, wer spielt einen Char auf Level 60 und nennt sich Coca-Cola? Keine Ahnung. Das musst du erstmal hinbekommen, dich nochmal so zu nennen. Steht hier im Lager, ein 60er Char, aus der Gilde Anima Draconis. Coca-Cola. Nice, auf jeden Fall. Das ist bestimmt einer, der ist bestimmt so ein richtig uralter Charakter. Ja, aber ich sag mal, in Rift war das immer, es war immer richtig, richtig geil. Das hat immer mega Spaß gemacht. Keine zwei, drei Minuten. Ja, Warhammer Online auch. Da kommen nämlich übrigens diese Events her, wie sie bei Guild Wars 2 sind. Ursprünglich das erste MMO mit öffentlichen Events oder zufälligen Events war Warhammer Online gewesen. Und das habe ich damals gespielt. Das hat auch mega viel Spaß gebracht. Du bist da durch die Gegend gelaufen, auf einmal waren da 200-300 Leute auf einmal und haben da ein riesengroßes Event gemacht und haben da irgendwelche Bosse geprügelt und so weiter. Das war richtig geil. Ja, gut, das Spiel, das wurde jetzt vom Server genommen, weil, wie gesagt, da kam nie ein Add-on raus, weil die das vergeigt haben. Also das mit den zufälligen Events ist immer so eine Sache. Ja. In einer Zeit, wenn du so ein Spiel länger spielst, dann wiederholen die sich ja immer. Das ist dann ist das nach einer Zeit auch nicht mehr so. Am Anfang denkst du dir, oh geil, hier immer was Neues in der Welt, und dann so eineinhalb Jahre später denkst du dir, oh, da schon wieder das Event. Ja, das war ja auch bei GW2 so gewesen. Ich glaube, ja. Ich habe das halbes Jahr gespielt und danach so, boah, nee, immer wieder das gleiche und nee, kein Bock. Ja, also ich habe GW2 eineinhalb Jahre gespielt. Ja. Aber jetzt haben sie ja ein Patch rausgehauen mit neuem Skillsystem, das haben sie auch total versaut jetzt. Ja, ich weiß. Na, das habe ich auch gehört. Dann macht es auch keinen Spaß mehr mit dem neuen Skillsystem jetzt. Nee, das kann ich sowieso nicht, warum macht ein Entwickler ein Skillsystem, was top funktioniert, warum tut man sowas ändern? Das ist total unnötig. Ja. Weil die Entwickler immer wieder mal Langeweile haben und was anderes brauchen. Ja, richtig. Klar. Gerade so bei GW2, wo die lebendige Geschichte immer weitergeht, dass man dann bezweifle ich, dass man da irgendwie Langeweile bekommt. Richtig. Vor allen Dingen, ich verstehe immer noch nicht, warum sie da jetzt nicht endlich mal Quests mit eingebaut haben. Weil langsam müssen sie doch gemerkt haben, dass das mit den Events auch nicht wirklich was anderes ist. Ne? Wenn du da noch zusätzlich noch Quests mit einbaust, dann wird das vielleicht wieder ein bisschen. Nein, du hast höher, ja quasi, ne? Diese Quests in der Herzform da. Das sind ja quasi so deine Quests. Ja, ja. So Leute, dann würde ich mal sagen, dann war es das auch gewesen. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann lasst uns doch eine Bewertung da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss! Tschüss.